So, und nun zum ersten Redner, der Ingo. Hallo, das ist meine erste Rede, verstehen mich alle? Okay, sehr schön. Jetzt auch noch? Gut. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei den Veranstaltern der Demonstration, dass sie mir die Möglichkeit geben, hier zu sprechen. Die Friedensmahnwache in Wien ist die erste Demonstration, die ich in meinem Leben überhaupt besucht habe. Ich bin an sich ein sehr politischer Mensch, aber ich habe es früher niemals für notwendig gehalten, auf die Straße zu gehen und zu Menschen zu sprechen und habe eine Demo gesehen und habe mir gedacht, das ist wieder so eine Veranstaltung für Tibet oder gentechnikfreie Lebensmittel oder was weiß ich und bin hier herübergekommen und ich habe natürlich gewusst, dass es in Deutschland schon Friedensmahnwachen gibt und war angenehm überrascht, dass es auch hier in Wien schon so etwas gibt. Das Erste, was mir aufgefallen ist hier, ist, dass diese Veranstaltung hauptsächlich eine Veranstaltung ist von Menschen, die politisch enttäuschte Linke sind, enttäuschte Grünwähler, enttäuschte Kommunisten, was weiß ich was. Das traue ich mich zu sagen, weil ich selber nicht aus dem linken Spektrum komme. Ja, was mir immer wieder bei Reden hier aufgefallen ist, vor allem intelligenten Reden, von intelligenten Rednern ist so dieser ominöse FPÖ-Wähler. Also irgendwer kennt immer irgendeinen FPÖ-Wähler, der ist eigentlich ein netter Kerl, mit dem kann man politisch ganz wunderbar sprechen, der hat schon einmal gekifft. Und lauter so Meldungen habe ich da vor etlichen Wochen bei der ersten Mahnwache gehört. Also ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt FPÖ-Wähler, die nicht nur kiffen, die wissen auch, was ein LSD-Trip ist oder Magic Mushrooms. Und das ist, also mehr sage ich nicht zum Thema FPÖ-Wähler. Ich habe einen Eindruck, wenn diese Friedensmahnwache, die ich für sehr wichtig halte, immer so ein bisschen im linken Eck bleibt, dann bleibt es für immer im linken Eck. Der Hauptgrund, warum ich heute hier spreche, ist, weil ich euch meine eigene Motivation darlegen möchte, warum so jemand wie ich, der eigentlich fast 20 Jahre FPÖ gewählt hat, heute hier spricht und das einmal offen zugibt. Die Motivation, liebe Leute, dass ich nicht mehr FPÖ wähle, liegt nicht darin, weil ich jetzt eine andere Partei wähle, sondern weil ich seit dem letzten Jahr überhaupt nicht mehr wählen gehe. Ich habe seit dem Jahr 1993 das Wahlrecht, das aktive Wahlrecht in diesem Land. Und ihr könnt es mir glauben, ich bin aus Überzeugung zu jeder Scheißwahl hingegangen. Zuerst bei Gemeinderatswahlen in Niederösterreich, wo ich aufgewachsen bin, später bei Gemeinderatswahlen in Wien. Ich war bei Landtagswahlen, Bundespräsidentenwahlen, Nationalratswahlen. Ich war bei dieser ominösen Volksabstimmung 1994, wo ich mit Nein gestimmt habe für den EG-Beitritt Österreichs. Die EG war die Vorläuferorganisation der EU für die ganz Jungen. Ja, bei EU-Wahlen war ich sogar, obwohl ich mir damals schon bewusst war, EU-Wahlen sind ein Feigenblatt, diese Organisation ist eine autoritäre Organisation und das EU-Parlament ist ein Witz. Trotzdem bin ich hingegangen aus Überzeugung, weil ich der Meinung war, es ist wichtig, dass die Partei, der ich damals mein Vertrauen schenkte, wenigstens den Fuß in der Tür hat, dass die wissen, was dort abgeht, dass sie präsent sind, dass sie vor Ort sind. Es ist wichtig, präsent zu sein im Leben. Dieses Jahr war wieder eine EU-Wahl, ich war nicht dort. Aber viel mehr bedeutsamer ist die Tatsache, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal die Nationalratswahl hier in Österreich habe sausen lassen. Ich war an diesem Tag draußen in Niederösterreich bei meinem Vater, der hat ein Einfamilienhaus und ich kann euch sagen, am Wochenende ist es in Niederösterreich hübscher als in Wien. Aber ich habe mir damals vorgenommen, um 15 Uhr fahre ich beinhart und eisern nach Wien zurück, gehe in mein scheiß Wahllokal
stimme dort ab und nehme am demokratischen Prozess teil. Und ich bin natürlich nicht nach Wien zurückgefahren, ich bin lieber in Niederösterreich geblieben. Damals habe ich es noch dem schönen Wetter zugute geschrieben, aber heute, ein Jahr später, weiß ich es besser. Ich habe damals im September 2013 mit der Demokratie, mit der sogenannten Demokratie hier in Österreich innerlich vollkommen gebrochen gehabt, im Zuge des Snowden-Skandals und NSA-Skandals des Sommers 2013. Das System, in dem wir leben, nicht nur wir hier in Österreich, sondern im gesamten Westen, und Österreich ist ein Teil des Westens, das sind Amerika, Europa, die Überreste des britischen Empire, das alles ist der Westen, nur Russland, China und Iran gehören noch nicht dazu und werden momentan versucht, gleichgeschaltet zu werden. Wir alle leben nicht mehr in einer Demokratie, schon lange nicht mehr, und dieses Gebäude ist nur mehr ein Schwarzgebäude. Wir leben schon längst in einer totalitären Diktatur, die sich als Demokratie tarnt. Und warum ich zu dieser Einsicht gekommen bin, möchte ich euch auch noch darlegen. Und dann möchte ich zurückgreifen bis ins Jahr 1988, als ich 14 Jahre alt war. Im Zuge des Snowden-Skandals ist immer wieder das Wort 1984 gefallen von George Orwell. Ich habe dieses Buch als Teenager gelesen und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber es gab damals in diesem Alter für mich noch ein zweites Buch, das mich weitaus mehr beeindruckt hat und das leider nicht so bekannt wurde. Und das ist das Buch Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. In 1984 von George Orwell wird eine offen totalitäre Diktatur beschrieben. Ein System, das die Menschen offen unterdrückt und offen zu Kreaturen herabzwingt. In diesem Buch, das ich mit 14 gelesen habe, 1988, ist ein totalitäres System beschrieben, das sich als Demokratie tarnt, das mit Hilfe von Massenmedien und nicht nur Massenmedien die Menschen systematisch beherrscht. Die Wohnzimmer der Menschen sind voll mit riesigen Fernsehschirmen, von denen dauernd Ablenkung und Entertainment rieselt. Die Hälfte der Leute ist abhängig von Antidepressiva und Schlafmitteln in Überdosis. Ich bin Apotheker, muss ich dazu sagen, eine tödliche Dosis herbeiführen können. Das Buch ist mir damals mit 14 Jahren schon sehr seherisch vorgekommen und 1988 habe ich mir schon gedacht, 30% davon sind schon verwirklicht. Diese totalitäre Diktatur ist nach innen deshalb so repressiv, weil sie nach außen hin Kriege führt, weil sie expansiv ist, etwas, was uns allen eigentlich sehr bekannt sein sollte. Dann sind 25 Jahre vergangen. In den 90er Jahren habe ich studiert, 1999 habe ich mit der Arbeitswelt begonnen. Und dann kam 2013 der Snowden-Skandal. Und als ich das erste Mal von der ganzen Scheiße erfahren habe, ist mir sofort wieder Fahrenheit 451 eingefallen. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste war? Mein erster Gedanke war, jetzt sind es nicht mehr nur 30%, die schon verwirklicht sind. Nein, jetzt ist es Wirklichkeit. Jetzt sind es 100%. Und ich möchte zum Abschluss noch zwei Dinge sagen. Ich glaube, dass diese Bewegung zum Untergang verurteilt ist, wenn sie in einer bestimmten Ecke bleibt. Sie muss in die Mitte wachsen und versuchen, Menschen zu erreichen, die einen Job haben, die einen Lebensweg haben, der vielleicht ein bisschen anders ist als den die meisten hier haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eigentlich bin ich Pessimist und das System, das uns beherrscht, ist schon so raffiniert und hat schon so viele Jahrzehnte, manche sagen Jahrhunderte Vorsprung in der Beherrschung von Menschen und Manipulation von Menschen, dass eigentlich eine friedliche Revolution, ja, ob sie Chancen hat, das zu überwerfen, ich hoffe es, aber schlimm wäre es, wenn Russland und China eines Tages sich nicht mehr zu helfen wissen, denn dieses Buch Fahrenheit 451 endet nicht mit einer friedlichen Revolution und einem Untergang der totalitären Diktatur, sondern
die von diesem System drangsalierten Staaten, die außerhalb dieses Systems noch leben, die schicken eines Tages ihre Atomraketen, um es zu vernichten. Und ich glaube, der Hauptzweck einer Friedensbewegung sollte es sein, zu verhindern, dass eines Tages Russland und China sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als ihre Atomraketen zu schicken auf Washington, auf London, auf New York und vielleicht noch ein paar andere Zentren der internationalen Freimaurer-Psychopathen-Organisation, die die Macht ausüben. Dankeschön.